Servus, willkommen zu meinem Ersteindruck über die neue Samsung Galaxy Watch Ultra. Ich habe sie jetzt nicht mal 2 Tage, aber trotzdem wollte ich jetzt hier schon mal meinen Ersteindruck kundtun für Leute, die es interessiert, die sich eventuell die Uhr kaufen wollen und noch ein bisschen unsicher sind. Dazu sei erwähnt, dass ich doch sehr skeptisch der Uhr gegenüber war, weil Samsung natürlich immer mehr in die Richtung geht, das kannst du nicht machen, wenn du kein Samsung-Telefon hast, dies kannst du nicht machen, ne? EKG, Blutdruck messen und solche Geschichten. Ich war auch fest der Meinung, das ist übrigens der Klingelton einer Benachrichtigung, jemand ist an der Haustür. Es ist jemand an der Haustür. Ja, jetzt öffne ich einmal die Haustür. Dann haben wir schon gleich mal eine Demo-Funktion hier. Und die Haustür ist auf. Ja, was soll ich sagen? Genau das war jetzt ein Beispiel, was für eine Google Wear, also Betriebssystem von Google, spricht. Es gibt viele Apps, die ich halt bei anderen Uhren nicht habe. Zum Beispiel die Haustür zu öffnen mit meinem Nuki-Türschloss. Oder zum Beispiel kann ich hier WhatsApp-Sprachnachrichten empfangen und versenden. Tatsächlich auch, wenn das Telefon nicht dabei ist, weil die Uhr zum Beispiel auch LTE. Kannst du mit einer anderen Uhr halt nicht machen. Das sind halt viele, viele Punkte, auf die ich eigentlich später eingehen wollte, die aber dafür sorgen, dass die Akkulaufzeit natürlich anders ist als bei einer Xiaomi-Uhr, also die hat jetzt zum Beispiel auch Google drauf tatsächlich, die kein Google-Betriebssystem drauf hat oder eine Huawei-Uhr oder sowas. Natürlich haben die bessere Akkulaufzeiten, aber die Software kann viel weniger. Und Software möchte ich mit dir hier zusammen einmal ganz chillig einmal angucken mit der Uhr und euch zeigen, was mir gut gefällt tatsächlich. Wie gesagt, die Uhr hat mich doch mehr überzeugt, als ich es am Anfang dachte. Und warum, das möchte ich euch hier kurz in diesem Video zeigen. Okay, während wir uns die Verpackung beziehungsweise das Auspacken einmal angucken, das ist wirklich, wie ich finde, wert anzuschauen einmal. Da kommen wir schon tatsächlich langsam an Apple-Produkte heran. Und ich muss sagen, der Weg war kein leichter. Ich habe mir die Uhr tatsächlich bei der Vorstellung schon gekauft. Über kleine Umwege bin ich tatsächlich auch schon zum Bestellformular gekommen. Und während die Uhr noch nicht mal vorgestellt wurde, habe ich sie mir tatsächlich bei Samsung direkt bestellt. Soweit, so gut. Aber sie ist bis heute natürlich nicht da. Das passende Armband, das habe ich von Samsung schon bekommen, aber die Uhr noch nicht. Der Termin wurde weiterhin verschoben auf Mitte August. Finde ich total schlecht, weil ich wollte die Uhr natürlich hier vorstellen. Ja, dann habe ich sie bei 2 anderen, also insgesamt 3 verschiedenen Dienstleistern bestellt. Auch Expert, schöne Grüße gehen raus. Obwohl der Shop suggestiert hat, dass das Produkt auf Lager ist, ist es leider dann doch nicht auf Lager gewesen. Einem wurde vertröstet und letztendlich musste dann Amazon dafür sorgen, dass ich die Uhr in Orange tatsächlich doch bekommen habe. Auch da gab es eine Verzögerungsmail und ich dachte schon, ich gehe komplett ohne Uhr hier aus. Aber jetzt ist eine Orangene da. Wollte ich eigentlich nicht. Warum auch ganz klar, das reimt sich ja schon fast. Sie ist mir doch ein bisschen zu sehr Apple-Style. Das war so mein erster Eindruck. Sieht halt aus wie die Apple Watch Ultra. Heißt dann auch noch so. Wobei ich glaube, Samsung der erste Hersteller war, der mit diesem Wort Ultra um die Ecke kam. Aber wie auch immer. Jetzt bei der Nutzung. Muss ich sagen, gefällt sie mir doch ganz gut. Warum? Das Ziffernblatt ist in der Regel bei den meisten Ziffernblättern schwarz. Kannst du umstellen natürlich, gibt auch helle, keine Frage. Aber da siehst du oder es hat so den Eindruck, dass das Ziffernblatt oder das Display bis zum Rand geht. Ihr seht, es ist kaum ein Rand um das Display herum. Also es wirkt bombastisch groß, also wirklich toll. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade auch das Always-On-Display. Ich tippe jetzt einmal drauf, jetzt ist die Uhr komplett da. Also puncto Display, gut, gefällt mir, like. Jetzt haben wir keine Krone mehr. Hier drehen ist nicht mehr, das geht jetzt über die Lünette. Das heißt, wir drehen hier, es ist nicht wirklich responsive. Also du hast da so, ja, es ruckelt so ein bisschen. Ich finde es nicht wirklich toll. Fand ich auch schon bei den Vorgängeruhren von Samsung nicht besonders toll. So eine physikalische Lünette mit einem Klicken fand ich da wesentlich besser. Jetzt fehlt mir leider auch noch die Krone zum Bedienen. Das finde ich wirklich schade. Aber wir haben hier 2 Tasten, beziehungsweise die obere Taste, ziemlich gut frei belegen können. Wir können auch diese Taste hier, die versenkte, belegen, aber leider nur eingeschränkt, so mit Taschenlampe, eine Sportart oder sowas. Aber ich kann zum Beispiel keinen Google-Assistenten drauf machen oder so etwas. Und auch der Google-Assistent funktioniert erstaunlich gut auf der Uhr. Ich habe tatsächlich beide Assistenten drauf. Das heißt, wenn ich hier einmal gedrückt halte, geht der Google-Assistent auf. Und wenn ich dann 2-mal drücke, dann geht Bixby auf. Warum? Bixby kann natürlich mehr, was die Uhr angeht. Also sprich, starte das Programm für Sport, Radfahren oder sowas. Das könnte der Google-Assistent so nicht. Der kann mir die Haustür öffnen oder sowas. Deswegen habe ich tatsächlich beide auf dieser Taste. Eine coole Geschichte. Und da kann ich dann halt je nach
ja, Bedürfnis hin und her switchen. Für alles andere ist natürlich Bixby. Naja, braucht man nicht viel zu sagen. Okay, dann wie bei allen anderen Android-Uhren üblich ist natürlich von oben nach unten streichen. Na, komm her, Vorführeffekt, was los? Jetzt geht der Google Assistent auf. Super, das passt ja hier gerade. So, nochmal. Also von oben nach unten wischen. Dann kommen wir ins Menü. Ihr kennt das, WLAN, lautlos, Schlafmodus und sowas. Von unten nach oben waren früher bei vielen Uhren Benachrichtigungen. Also da komme ich jetzt direkt in die Apps und ihr seht das, wenn ich jetzt hier anfange. Ach, das ist, was ich sehr gut finde, ich kann mir hier kleine Ordner anlegen. Ne? Das habe ich hier alles reingetan, was in puncto Zeit zu tun hat. Das heißt, ich kann hier wesentlich mehr Übersichtlichkeit schaffen. Natürlich kann ich aber auch hier gedrückt halten und dieser App jetzt eine nach unten schieben oder zwei oder drei. Das ist kein Problem. Oder ich habe jetzt einen Ordner gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Zack. Und wieder einen Ordner gemacht, was ich gar nicht wollte. Ihr seht, das ist ein bisschen frickelig. So, kein Ordner mehr. Also auch diese Anordnung kann ich machen. Relativ neu oder bei anderen Uhren halt anders ist hier die Benachrichtigung. Die ist nämlich von der Seite. Hier habt ihr dann auch einen orangenen Punkt. Den haben wir jetzt gerade nicht mehr, weil ich einmal rübergewischt habe. Lobend zu erwähnen ist, dass die Benachrichtigung unter anderem bei manchen Systemen kaum abgeschnitten ist. Also gar nicht gekürzt. Also richtig gut. E-Mail, ihr habt eine Überschrift. Geht in die E-Mail rein, könnt ihr die quasi komplett lesen. Sehr gut, Samsung. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir gucken uns mal an, was haben wir für Benachrichtigungen. Und jetzt habe ich diese Gesten, die angesprochenen, die es hier auch gibt. Leider kann ich die jetzt nicht wegwischen. Ich muss diese so wegwischen. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn ich jetzt etwas zum Scrollen habe, so wie hier, dann kann ich das über die Gesten machen. Wenn ich es jetzt nochmal mache, dann verschwindet die Benachrichtigung. Super. Aber diese Benachrichtigung verschwindet jetzt leider nicht. Ich höre oder merke, dass die Uhr vibriert, aber sie verschwindet leider nicht. Vibriert. Auch hier ein Punkt, wo ich positiv wirklich geflasht bin. Vibrationsalarm. Dachte ich immer, wäre die Königsdisziplin bei Google erreicht mit der Pixel Watch. Das ist die Pixel Watch 2. Gucken wir uns gleich mal den Größenvergleich an. Die hat es vorgemacht und Samsung hat es sehr gut, nee, nicht nachgemacht, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber perfektioniert vielleicht, ja, ich glaube, jetzt so langsam kann man das schon fast sagen. Also Vibrationsalarm ist quasi unhörbar, ne, dass du dann nicht andere Leute störst, wenn du eine Nachricht kriegst oder sowas, und er kann klopfen, tickern, richtig, richtig gut. Also das zum Thema Vibration. Wenn ich, wie gesagt, hier mache, dann merke ich hier, dann vibriert es kurz, das kann sich nicht so wegwischen. Ich habe hier eine Mail von dem Ben. So, und jetzt, ja, die scheint sehr lang zu sein. Ja, sehr schön. Und ihr seht, die ist nicht abgeschnitten. Super cool. Ich kann das jetzt über die Lünette hier durchscrollen. Ich hoffe, da steht jetzt nichts Schlimmes drin, lieber Ben. Oder ich kann das über diese Fingergesten machen. Naja, das war jetzt zu schnell hintereinander, glaube ich. Na, so schnell kann ich auch gar nicht lesen. Und das war's jetzt. Durch Vibration merke ich ein kurzes Vibrieren, dass ich hier am Ende angekommen bin. Mehr geht nicht. Ich habe jetzt hier aber noch Möglichkeiten, Kurzantworten zu verschicken, direkt an die E-Mail, wohlgemerkt. Leider kann ich hier nicht runtergehen und die E-Mail löschen, wie ich andere Benachrichtigungen löschen kann. Nee, das funktioniert mit meiner Gestenstruktur hier leider nicht. Aber was ich sehr gut finde, was ich ja eben schon gesagt habe, die E-Mail ist nicht gekürzt. Richtig coole Geschichte. Dann sehe ich, dass da unten eine 4 war. Das heißt, ich habe hier noch mehr E-Mails. Ne? Amazon-Mail. Wir möchten informieren, irgendeine Bestellung. 76 Euro. Wunderbar. Und ihr seht, das ist nicht gekürzt. Finde ich richtig gut. Weiter runter geht es nicht. Ne? Das sind meine 4 E-Mails. Okay, super. Dann kann ich diese E-Mails wegwischen und komme zur nächsten Benachrichtigung. Das ist jetzt WhatsApp. Richtig nice, richtig gut. Und so kann ich die Benachrichtigung auch wegwischen. Dann die Workout-Erkennung funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich bin nur ein paar Meter, ich glaube 1,5 Kilometer waren es tatsächlich nur kurz Fahrrad gefahren, wurde sofort nach wenigen Minuten sofort erkannt. Also das finde ich wirklich gut, wirklich spitze. Und wie gesagt, hier ist auch wieder die Möglichkeit, hier zack, ist diese Nachricht jetzt weg durch mein Double-Tap. Finde ich richtig, richtig gut. Das will ich kurz behalten. Und das finde ich ein bisschen schade. Wenn ich jetzt alle Nachrichten weg hätte, dann steht hier keine neuen Nachrichten. So, ich habe jetzt mal alle Nachrichten weggelöscht und jetzt seht ihr keine Benachrichtigung. Das finde ich ein bisschen schade. Bei der Google-Uhr kommst du automatisch dann wieder in den Startbildschirm zurück. Nein, Scheibenkleister, Google haben wir natürlich auch an Bord, wie ihr seht. Aber das bleibt jetzt hier so stehen. 4 Stunden später steht das da immer noch. Und das finde ich ein bisschen schade. Warum springt die Uhr nicht in den Startbildschirm zurück? Samsung, wenn ihr das hier seht, macht das bitte. Das macht die Google Pixel Watch, finde ich, richtig, richtig gut. Ich habe keine Nachrichten mehr, springt sie in den Hauptbildschirm. Weil du hast es halt öfter. Eine Nachricht,
Du hast sie gelesen, du wischst sie weg, du tappst sie weg, dann steht da keine neuen Benachrichtigungen. Und dann musst du wieder irgendwas drücken oder wegschieben, um wieder auf den normalen Startbildschirm zu kommen. Warum? Ne? Ist so eine Kleinigkeit, was mich bei Samsung-Geräten immer geärgert hat, ist leider immer noch da. Aber alles andere, was ich euch eben schon gezeigt habe, finde ich momentan auch wirklich sehr, sehr gut. Seid mir nicht böse, aber eigentlich war ich sehr sauer auf Samsung, ne? Mit dieser 3 Uhren bestellten Geschichte. Meine Weiß ist immer noch nicht da, Armbänder kommen, obwohl ich noch gar keine Uhr habe. Wie unsinnig, weißt du? Dann kann man das so alles zusammen verschicken, ne? Egal, Samsung, bis jetzt macht ihr bei der Uhr wirklich, ja, machen sie wirklich. Akkulaufzeit, hast du recht. Da kann ich natürlich noch nicht zu viel sagen. Ganz klar, in diesem Video, ich habe sie keine 2 Tage. Die Uhr muss ich an deine Benutzung anpassen. Knapp, ja, 22% habe ich fürs Schlaftracking verbraucht. Ich weiß nicht, ob sich das noch verbessert und Co. Momentan komme ich gerade mal so über den Tag, ne? Ich habe heute den Tag relativ spät anfangen lassen, beziehungsweise habe ich sie heute Morgen aufgeladen. 46% und wir haben 20 Uhr. Ich habe natürlich auch wahrscheinlich mehr rumgedaddelt, als du es sonst machen würdest im Alltag oder so. Also du kommst über einen Tag, aber 2 Tage bezweifle ich. Werde ich sehen, aber ich bezweifle, dass ich 2 Tage mal ansatzweise schaffe. Was ich aber tatsächlich hier mit der zum Beispiel OnePlus Watch 2 hinbekomme. Tatsächlich, auch Android-Uhr, sollte man sich mal angucken. Hat aber auch einen großen, großen Fail. Ganz mal kurz, ne, bevor die Leute wieder schreiben. Meine Review findet ihr übrigens hier oben. Wir haben hier eine Krone, super geil, die kann ich drücken, wie ihr seht. Aber ich kann sie nicht drehen. Ich weiß nicht, was OnePlus sich dabei gedacht hat. Ganz ehrlich, Fail. Ansonsten super Uhr. Ihr seht auch, die Krone ist leicht versetzt, dass ich, ne, beim Handgelenk oder so nicht auf die Krone Druck ausüben kann und dadurch irgendwas ausführe, was ich nicht möchte. Okay, Größenunterschied. Gucken wir uns mal an. Auch das ist eigentlich eine relativ große Uhr. Nebeneinander sehen die ja fast gleich groß aus. Aber von der Dicke her ist natürlich die Samsung-Uhr, bisschen blöd zu zeigen, glaube ich, doch schon ein bisschen dicker auf jeden Fall. Das ist eine coole Smartwatch, solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr eine Alternative haben wollt. Saphirglas auch, wie die Samsung Galaxy Watch. Sehr interessant. Meine eigentlich liebste von der Software her, das ist die Pixel Watch. Aber ihr seht schon bei der Größe, brauchen wir nicht mal weiter diskutieren. Auch hier, ne, sehr, sehr dünn. Und Fakt am Rande, wir wollen ja jetzt nicht nur Verkaufsgespräche führen, aber ihr kennt ja meine Videos. Ich habe hier tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich euch das demonstrieren kann, ich hatte noch keine Smartwatch. Also ich habe, glaube ich, jetzt 12 Jahre Smartwatches, 13. Ich hatte noch keine Smartwatch, wo ich hier Kratzer drauf habe. Ich habe tatsächlich auf der Seite und auf der, ich kriege sie jetzt nicht so richtig hin, ich hoffe, man sieht es bei dieser Lichtspiegelung, habe ich hier und da einen Kratzer. Auch hier relativ groß. Schade, wie gesagt, ich gebe sehr viel Acht auf meine Uhren und ich habe, wie gesagt, bei noch keiner Smartwatch hier, die, das ist die Xiaomi Watch 2 Pro, heißen alle irgendwie fast immer gleich, ne? Aber ich finde es wirklich gut, dass wir momentan so viele schöne neue Uhren auf dem Markt haben. Konkurrenz kann nur das Geschäft beleben, sagt man ja so schön. Und ich finde es wirklich gut, dass es so viele Uhren mittlerweile gibt, die auch ja eine wirkliche Alternative sind. Auch diese Uhr gibt es zum Beispiel mit LTE. Ich habe sie hier nicht mit LTE, muss ich gestehen, weil ich sie günstig bekommen habe. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Alles, was ihr hier seht, alle Uhren, die ihr hier seht, alle mit der Samsung Watch und Co. habe ich mir selber gekauft. Das wäre natürlich super cool, wenn ich hier nett mit euch schnacke, dass ihr das entsprechend auch würdigen würdet. Weil, ja, ich muss mir die Uhren selber kaufen. Ihr wisst, wie das ist eventuell. Natürlich verkaufe ich die eine oder andere, aber ich habe natürlich immer wieder Verluste. Und es wäre super geil, wenn ihr das irgendwie würdigen würdet. Durch ein Like, durch ein Abo. Ihr wisst, was ich meine. Kommentar wäre natürlich super. Na, und Abo, die Königsdisziplin, ganz klar. Aber nur so viel dazu. Alles, was ihr hier seht, nichts ist hier gesponsert, gekauft von irgendjemandem. Und niemand gibt mir irgendwas vor, hier die Uhr zu loben, weil davon kriegst du 50 Euro oder so. Nein, das ist alles von mir selber gekauft. Das tut mir sehr weh. Also, das wollte ich nur mal klarstellen. Und, ja, ich hätte sie fast vergessen. Es tut mir leid. Wir haben nämlich auch noch hier gerade eine an Bord, die ist noch ganz neu auf dem Markt. Das ist die Uhr von Nothing oder CMF. Die müsst ihr euch unbedingt auch mal angucken. Auch die Review findest du, ich muss jetzt mal überlegen, hier oben ist richtig, auch orange tatsächlich. Und wer es liebt, ich finde es super cool, das ist dieser Nothing-Style, ne? Diese gepunktete Geschichte und sowas. Eine Uhr, jetzt festhalten, 69 Euro. Das Armband hier kostet 79. Die ganze Uhr kostet 69 Euro. Ist natürlich kein Google, natürlich. Hält auch dementsprechend lange der Akku, aber ist vielleicht eine Alternative für den einen oder anderen,
eine günstige Uhr sucht. Messergebnisse sind okay. Lünette kann ich hier abnehmen und entnehmen. Kann ich dann anpassen an eine flache oder andersfarbige auf jeden Fall. Und haltet euch fest, die Krone kann ich halt drehen und hier durch navigieren. Spitze. Findet ihr hier oben, wie gesagt, die Review, wer nicht viel Geld hat, trotzdem diesen orangenen Look liebt, schaut euch diese Nothing Watch an. Ganz frisch auf dem Markt, 69 Euro. Da kannst du nichts falsch machen, ganz ehrlich. Okay. Fairness halber hier nochmal die Xiaomi-Uhr, damit wir hier den Vergleich haben. Auch hier natürlich die Krone einstellbar, aber wir haben ja das Problem, die Krone steht ziemlich weit vor. Das heißt, wenn du eventuell die Hand so machst, dass du eventuell den Knopf auslöst. Ne? So, jetzt habt ihr die auch nochmal gesehen. Auch eine solide Uhr, wirklich gut, auch mit Google-Betriebssystem wie angesprochen. Aber jetzt habt ihr mal eine Range, ein Overview an verschiedenen Smartwatches, die es gerade so gibt und die alle noch relativ neu sind. Und das finde ich wirklich, wie gesagt, gut, dass hier wirklich was passiert im Bereich Smartwatch. Die Einrichtung, wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, hatte ich bei Samsung-Geräten in der Vergangenheit manchmal so ein bisschen Probleme. Ich muss natürlich dazu sagen, ganz bewusst, ich habe natürlich ein Pixel-Telefon, ich habe kein Samsung-Telefon. Und da war es mir natürlich halt auch sehr, sehr wichtig zu schauen, wie funktioniert das, wie harmonisiert das. Ich muss relativ viele Apps installieren, Samsung hier, Samsung da und so. Aber nein, es funktionierte alles wirklich auch gut. Auch bei der Installation, keine Probleme, alles gut. Wurde auch ein etwas älteres Backup einer Samsung Watch tatsächlich wiederhergestellt. Okay, so viel zur Einrichtung. Dann habe ich hier die Widgets, wenn ich rüberwische. Ne, ihr hattet das eben gesehen, gezwungenermaßen, wie ich zum Beispiel hier meine Haustür öffnen kann. Dann den Wetterbericht, da kann ich auch nochmal reinklicken. Und dann habe ich hier nochmal mehr Informationen, die besser aufgegliedert ist. Also auch das kennt ihr wahrscheinlich, gedrückt halten ist, dann komme ich dann raus, dann kann ich die ganzen Widgets nochmal anordnen oder rauskicken. Also das ist wirklich spitze. Und was super ist und was meines Wissens, korrigiert mich, wenn es anders ist, heute immer noch nicht bei der Apple Watch geht, das ist ganz klar, dass ich hier wohlgemerkt festhalten vollwertiges WhatsApp drauf habe. Das bedeutet auch schon wieder der arme Florian, der muss immer herhalten, sagt man, genau. Das heißt, ich habe hier den kompletten Chatverlauf mit dem Herrn. Ich zeige euch den jetzt nicht, aber ihr könnt davon ausgehen, hier ist der komplette Chatverlauf drin, ja, mit inklusive, mal kurz angedeutet, Bilder. Videos geht leider noch nicht, aber was zum Beispiel auch geht, sind Sprachnachrichten. Das heißt, ich kann hier Sprachnachrichten über die Uhr abhören. Der Lautsprecher ist übrigens sehr gut, Samsung. Wieder meinen Hut abziehen. Kommen wir auch noch gleich zu, wenn es um Sound geht. Und ich kann auch Sprachnachrichten tatsächlich verfassen und verschicken. Und wenn ich die LTE-Variante mit einer eSIM kombiniert habe, kann ich das auch von unterwegs aus und brauche noch nicht mehr das Smartphone dabei haben. Also, das geht noch nicht mal mit der Apple Watch Ultra. Vollwertiges WhatsApp, kompletten Chatverlauf mit inklusive Sprachnachrichten habe ich hier komplett Palett, alles drin. Ich zeige euch das hier mal ganz kurz. Ich hoffe, ich habe es noch nicht angehört. Ich habe gerade gesehen, endlich ist er angekommen. Dann mal viel Spaß damit. Und ich könnte jetzt hier auf das Icon gehen und jetzt eine Sprachnachricht aufnehmen und an den Kollegen abschicken, indem ich einfach hier auf den grünen Pfeil klicke. Coole Geschichte, wirklich gut. Also das ist jetzt nicht nur bei Samsung so, das ist bei den anderen Uhren auch. Ne? Aber ich wollte nur, dass ihr mal wisst, wo der Unterschied jetzt hier zu einer Apple Watch ist zum Beispiel, um mal ein bisschen zu bashen. Ne? Nicht falsch verstehen. Ich mag Apple ganz gerne. Ich habe hier das Apple... Warum geht das Licht eigentlich nicht an? Geht doch. Das ist das Pro Max 15. Das teste ich auch gerade. Also nicht, dass ihr denkt, und da steht auch ein Mac tatsächlich. Ich bin hier kein Apple-Jünger, nee, Android-Jünger. Ach, ihr wisst, was ich meine. Man kommt ja immer so immer schnell in irgendeine Schublade, oder? Aber das finde ich immer so beeindruckend, dass so eine Apple Watch, die 1.000 Euro kostet. Gut, jetzt sind wir hier. Übrigens Preis 6,99 ist eine Menge Geld. Aber eine Apple Watch lag, ne, als sie rauskam, über 1.000 Euro. Und das sind 6,99 im Vergleich natürlich relativ günstig. Ne? Und ich kann hier tatsächlich jetzt schon oder schon länger mehr machen mit so einer Billiguhr von Xiaomi oder sowas, als mit der Apple Watch Ultra. Und das fand ich halt immer schon beeindruckend. Ich fülle irgendwelche Musiksachen gerade aus. Das finde ich wirklich gut. Musiksachen, wo wir es gerade haben. Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch hier natürlich, das wisst ihr wahrscheinlich, Spotify oder YouTube Music drauf zu nutzen und das Ganze auch auf der Uhr zum Beispiel zu speichern. Ihr könnt zu Hause die Lieblingsplaylist runterladen, auf die Uhr, per Bluetooth-Kopfhörer dann direkt in euren Gehörgang schießen. Richtig nice, richtig gut. Und wenn ihr natürlich LTE habt, predige ich ja immer, könnt ihr auch unterwegs zum Beispiel irgendein Album mal eben spontan runterladen. Also ihr müsst dann eine eSIM drin haben. Kostet leider manchmal ein bisschen Geld, das wisst ihr vielleicht. Dann habt ihr so eine
zweite SIM-Karte mit derselben Rufnummer. Da berechnet sich so, hier, ich bin bei 1 und 1 zum Beispiel, kostet es 5 Euro. Ihr Schweine. Extra im Monat, aber muss man mal überlegen. eSIM ist auch mal dahingehend super gut bei der Uhr, das vergessen oder ja, verdrängen halt auch mal viele, dass ich hier verschiedene Möglichkeiten habe. Auch sehr gut, ich habe hier die Fallerkennung. Ob sie funktioniert, weiß ich nicht. Kriege ich auch hoffentlich niemals raus. Also sie hat eine Fallerkennung, das heißt, wenn du stürzt, kann automatisch Notruf angerufen werden. Und auch wohlgemerkt, wenn ihr keine eSIM hier installiert habt. Also Notrufe gehen halt immer. Das predige ich den Leuten immer. Kauft euch die Uhren immer mit LTE, dass wenn mal was passiert, immer Notruf absetzen können. Ihr braucht keinen Tarif dafür. Die Uhr kann Notrufe auch immer ohne eine SIM-Karte ausführen. Wichtig, ne? Es kann immer mal was passieren. Du hast das Handy in der Tasche, du stürzt irgendwo runter, dein Handy ist Schrott. Ja, was machst du denn dann? Ne? Uhr geht nicht hoffentlich nicht ganz so schnell kaputt. Und dann kannst du mit einer Uhr zum Beispiel auch Hilfe rufen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Die Uhr hat grundsätzlich schon LTE an Bord, die neue Ultra. Also von der Sparte auch nochmal super. Ihr hört, ich bin ziemlich begeistert. Was funktioniert nicht? Ich habe noch nicht viel gefunden. Also die Gestensteuerung funktioniert, obwohl ich kein Samsung-Telefon habe. Super Samsung, dass ihr das gemacht habt. Was nicht funktioniert, wird habe ich noch nicht getestet, habe ich aber auf meinem Kanal ja auch schon vorgestellt, wie das funktioniert. Findet ihr hier oben zum Beispiel das Blutdruckmessen. Tolle Funktion, EKG und so. Ja, das funktioniert nicht. Finde ich schade, dass Samsung diesen Weg geht, sich Sachen rauspickt, die halt nur mit Samsung-Geräten funktioniert. Kann man gut finden. Ich finde es doof, weil ich, ja, naja, ist halt nicht so der Sinn von Android, ne? Muss aber jeder Hersteller selber wissen. Aber das war bislang alles, was ich so feststellen konnte, was halt nicht funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet. Ganz klar, ich denke, das habt ihr auch schon rausgehört. Und deswegen habe ich auch ein bisschen geflasht und ein bisschen motivierter, jetzt hier dieses Ersteindrucksvideo über die Uhr zu machen. Ne? Davon mal ab. Ja. Dem Samsung-Ring, den wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, wollte ich mir eigentlich kaufen, 450 Euro. Ich habe hier zum Beispiel gerade den, da mache ich nachher auch noch ein Video drüber, das ist der Ring Coon. Super geile Geschichte und übrigens Samsung, deswegen erwähne ich diesen Ring, der hat einen Ladecase, hat er schon länger. Zufälle gibt's, oder? Weil Samsungs Ring ist natürlich auch in so einem Ladecase aufladbar, aber kostet natürlich keine 450 Euro. Das fand ich ein bisschen happig und er ist natürlich momentan auch nirgendwo wirklich lieferbar. Und deswegen habe ich davon auch erstmal Abstand genommen. Wollt ihr da eine Review drüber sehen? Was ich gut finde, ist der Fakt, dass Samsung sagt, der Ring, wenn er mit der Uhr zusammengetragen wird, kann dann runterfahren. Zum Beispiel der Puls wird dann über die Uhr erfasst, die natürlich einen größeren Akku hat. Wobei der Ring natürlich 7 Tage hält, die Uhr schafft nicht mal 2. Könnte man es eigentlich andersrum eigentlich mal machen, ne? Dass der Uhr dann nur dass der Ring nur 3 Tage hält. Aber gut, ne? Dass ihr quasi dann die Laufzeit des Rings verlängern könnt mit der Uhr in Verbindung, finde ich eine coole Geschichte. Und was ich noch nicht ganz rausgekriegt habe, der Ring soll wohl von Samsung NFC haben. Also wenn man bezahlen könnte, so wie ich hier dieser Pago-Ring, kann ich euch sehr empfehlen, findet ihr auch im Video, ne, wisst wo. dann wäre das natürlich auch eine coole Geschichte. Da brauche ich das Telefon nicht, da brauche ich die Uhr nicht, sondern ich kann mit dem Ring bezahlen. Also das wäre mal eine Geschichte bei Samsung, die würde ich denen wünschen. Vielleicht habe ich dir jetzt den richtigen Wink gegeben. Also wenn er NFC hat, das würde ich echt mal begrüßen auf jeden Fall. Okay, eben schon mal angesprochen, die Töne. Ein Punkt, bei puncto Töne, fange ich erst mit dem Schlechten an. Bei der Pixel Watch habe ich Benachrichtigungstöne, das ist Ton A, und dann gibt es so Infotöne, ja, also die nicht so wichtig sind, von irgendeiner App, die dir irgendwie sagt, du hast nur so viele Schritte gemacht. Das ist ein anderer Ton, als wenn dir jemand eine WhatsApp schreibt. Das finde ich wirklich gut und das sollte Samsung auch mal machen. Aber Nachteil, ich kann bei der Pixel Watch Stand heute natürlich, ich weiß nicht, was übermorgen ist, ich habe nur einen Ton für die Benachrichtigung. Ich kann diesen Ton ein- oder ausschalten. Ich habe Vibrationen und einen Ton und das war's. Wenn mir der Ton nicht gefällt, hast du Pech. Klingelton gefällt mir nicht, hast du Pech. Und bei der Samsung Galaxy Watch habe ich ganz viele Töne zur Auswahl, sei es Benachrichtigungston oder Klingelton. Aber ich kann natürlich nicht, wie eben angesprochen, diese Differenzierung machen. Das ist nur eine Benachrichtigung von irgendeiner App. Und das ist eine WhatsApp. Yeah. Das geht leider nicht. Aber vielleicht kommt das ja auch noch bei Samsung. Aber wollte lobend erwähnen, dass es Töne gibt, die änderbar sind. Ne? Das hat mich zum Beispiel bei dieser Uhr, bei der CMF, gestört, dass der Ton hier komplett grausig ist. Und ich kann ihn nicht ändern. Und das ist schade. Hut ab, Samsung. Hier kann ich vollumfänglich die ganze Geschichte anpassen. Also ihr seht, ich finde die Uhr gut. Und ich wollte deswegen auch schon dieses Video machen, um den Leuten... Ist es viel schiefgelaufen mit Samsung und der Bestellung und so? Ja, es sind ein paar Funktionen, die eingeschränkt sind, aber sie sind trotzdem, oder sie ist trotzdem mit einem externen Telefon, was nicht von Samsung ist, gut.
nutzbar. Das ist, was ich rauskriegen wollte und was mir sehr, sehr wichtig war. Werde ich die Uhr behalten? Wird das mein Favorite? Stand heute? Ja. Stand heute? Definitiv ja. Also momentan finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Diese Gestenbewegung finde ich wirklich mega cool. Und der Sound, der Lautsprecher bei der Pixelwatch zum Beispiel, bringt mich zur Weißglut. Der ist so knarzig. Der ist wahrscheinlich so klein. Das klingt wie, wenn ich da irgendwas, ich habe Google hier und Google KI und Co. Ja, natürlich habe ich alles. Aber diese Stimme, das Feedback, das dann kommt bei der Uhr, ist komplett grauselig. Und das ist hier ein richtig guter Lautsprecher, wirklich gut. Habt ihr eben ja bei der Sprachnachricht vielleicht gehört. Und ja, sie ist natürlich groß, sie ist natürlich ein Klopper, aber du musst ja nicht die Ultra nehmen. Ne? Das ist, denke ich mal, auch jedem klar. Warum das Display jetzt eckig ist, beziehungsweise das Gehäuse und das Display dann rund, verstehe ich nicht. Ich mag runde Uhren, keine Frage. Ja, ich kann verstehen, dass man so den Akku größer hinbekommt, aber naja, sieht ein bisschen dann doch wieder in Richtung Apple Watch aus. Aber da wollten wir nicht mal mit anfangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Momentan bin ich geflasht. Mein Review kommt dann jetzt hoffentlich die nächste Woche, vielleicht auch 2 Wochen. Ich brauche da ein bisschen länger, weil ich hier keine Schnellschüsse machen will, so wie dieses Video hier. Nein, aber ich fand es halt wirklich überraschend gut, diese Uhr. Tatsächlich, und das wollte ich euch sagen. Vielleicht kann der eine oder andere das nachvollziehen. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Das ist immer so mein Reden. Und ich bin geflasht. Ich mag die Uhr. Bis jetzt super cool. Klar, mit dieser keine Benachrichtigung muss ich wieder wegwischen. Es nervt ein bisschen, aber alles andere bis jetzt ist wirklich mega cool und wirklich mega gut. Natürlich, Akkulaufzeit, das behalte ich jetzt definitiv im Auge. Da hört man ja viel Schreckliches. War aber in der Vergangenheit ja auch so. Wenn die Uhr einen ganzen Tag mit einer guten Nutzung aushält, dann ist das für mich ausreichend. So rum wollte ich sagen. Und mehr brauche ich nicht. Muss jeder selber wissen. Ich lade mein Telefon eh jeden Tag, dann kann ich auch meine Uhr jeden Tag aufladen. Also von daher, und unter uns, jetzt kommen die Leute mit dem Schlaftracking. Willst du so eine Riesenuhr beim Schlaftracking tragen? Hey, bitte. Nein. Na, ich habe, um es hier zu plotten und so, Schlaftracking gemacht. Die waren auch sehr gut. Die Werte habe ich jetzt nicht alle im Kopf, waren aber wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir in meiner Review dann zu. Aber wer will langfristig so eine Uhr beim Schlaftracking tragen? Also ich bitte euch. Ne? Da gibt es ganz andere Methoden. Habt ihr alle schon auf meinem Kanal gesehen. Also das lasse ich nicht gelten. Ich lade die Uhr jeden Tag über Nacht und dann ist auch gut. Natürlich kann ich damit Schlaftracking machen und so weiter. Aber hey, muss jeder selber wissen. Was ich gut finde, Schlaftracking, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Aber ich glaube, das können die Vorgängermodelle ja auch. Das ist Schlafapnoe, können aber viele andere Uhren halt nicht. Dass du halt in Verbindung mit dem Smartphone, ich glaube, da wird das Mikrofon dann benutzt, um zu hören, wie deine Atmung ist in Verbindung, ne, mit den Werten und ob du Gefährdung bezüglich Schlafapnoe hättest. So, warum vibriert es jetzt hier meine Uhr nicht? Oder war das jetzt irgendeine andere Uhr? Ich weiß es nicht, ich finde es jetzt raus. Das war mein Video, mein Ersteindruck über die Galaxy Ultra. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet, was ihr von diesem Video haltet. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise auf der kompletten Review zur Uhr. Oh Gott, ich hatte aber ganz schön Gas gegeben. Macht's gut. Wie lange sind wir jetzt? Oh, knapp 30 Minuten. Macht's gut. Ciao.